Aber ich bin damals ganz anders geflogen. Das heißt, ich muss damals irgendeine Runde geflogen sein. Krass. Das sieht auch geil aus hier. Boah, das lädt ja schon richtig ein. Hier auch mal irgendwas zu machen. Ach, wir haben auch ein Sumpfgebiet. Sieh mal einer an. Sind das noch diese Blumen? Ja. Hier ist wieder ein Blumenmeer. Das ist echt geil. Wir haben echt eine geile Karte. Mal mit diesen Riesenpilzen dazwischen. Guck mal. Süß. So, wir müssen aber noch ein Stückchen. Ja, Wüste ist jetzt eher uninteressant, wobei, wie ich damals geflogen bin, ich kann es gar nicht mehr nachmachen. Deswegen fliege ich hier auch eigentlich, aber ich bin damals echt ganz anders geflogen. Aber gut, so soll es wohl sein. Viele Wege führen nach Rom. Bekanntlicherweise. Nee. Wir müssen hier weiter. Aber hier, das muss auch was weniger werden. Fliegen wir mal so entlang. Guck mal, unser Schatten da unten. Unten rechts. Dingeling, dingeling, dingeling. Wir gehen in der Luft. Das hier ist richtig, aber das nicht. Da muss das nämlich auch weniger werden bei Z. Könnte hier der Nil sein, ne? Boop. Echt krass. Lass mal den hier mal ein bisschen was laden. Weil durch die Shader-Mod ist das echt extremst. Ich muss mir, boah, ist die Musik gerade laut. Braucht, durch die Shader-Mod braucht das alles ein bisschen länger. Aber wir sind jetzt gleich da. Das dauert nicht mehr lange. Wasser, soweit das Auge reicht. Das ist echt krass.
Und siehe einer da. Hab ich zu viel versprochen? Da ist das gute Stück. Und ich bin echt ganz anders entlang geflogen. Ich muss mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ich habe ein Canyon gesehen hier, Leute. Das war der absolute Wahnsinn. Deswegen bin ich auch gerade in den Flugmodus gegangen. In der Hoffnung, dass wir wieder da dran vorbeifliegen. Aber leider habe ich die alte Strecke nicht gefunden. Naja. Zup. F3 aus. Game Mod 0. So, aber wir können noch abbauen, ne? Ja. So, dann wollen wir mal Unterwasseratmung und die Nachtsicht reinholen. Hier werden wir die Behutsamkeit brauchen. So. Und dann würde ich sagen, oh ja. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht sogar die Shader ausmache. Das muss ich aber gleich entscheiden, wenn wir dann unter Wasser sind. Lange werden wir uns hier nicht aufhalten. Das kann ich schon mal versprechen. Boah, ist das hier dunkel. Weil ich finde dieses Ozeanmonument, ehrlich gesagt, unheimlich. So, jetzt haben wir 8 Minuten Nachtsicht und Unterwasseratmung. Und da würde ich sagen, hey, die Seelaterne. Aber nehmen wir nicht direkt hier die hier oben. Sondern die hier. Ja, und dann willkommen in unserem Ozeanmonument. Ich werfe mal hier die obwohl die kann ich ja ganz normal, ne? Abbauen. Wir werden das ein bisschen Gesteins mitnehmen. Das auf jeden Fall. Wobei die Seelaterne mit diesem Texture Pack hier nicht gerade toll aussieht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wenn wir unser Texture Pack wieder haben, dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Jetzt will ich mal eben gucken. Mein Gott, man sieht die Hand ja für Augen nicht. Wo wir hier Schwämme finden, damit wir mal einen Raum zumindest trocken legen. Ich würde ja gerne hier einfach zubauen und da hinten zubauen und dann ist alles trocken. Das habe ich mal ausprobiert. Aber es geht leider nicht. Da macht Minecraft nicht mit. Boah, schon ein Unterschied, ob man eine Fackel in der Hand hat oder nicht. So, wo sind wir hier? Eine Etage höher. Und dadurch, dass wir ja rennen können, bewegen wir uns ja dementsprechend schnell hier auch. War ich jetzt hier schon oder nicht?
Boah, ist das hier duster. Also ich, ganz ehrlich, würde mich hier nie reintrauen. Nie. Nie und nimmer. Würdet ihr euch hier reintrauen? Obwohl ich das hier gerade nur spiele, habe ich das Bedürfnis, hier wieder rauszugehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon das starke Bedürfnis, hier wieder rauszugehen. Weil das einfach so erdrückend ist hier unten. Von der Atmosphäre. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht meins. Also wir werden uns auch nicht, wie gesagt, lange hier aufhalten. Wir nehmen was mit für unsere Lounge. Das steht fest. Nee, nie und nimmer würde ich mich hier hintrauen. Guckt mal, wie kohlrahmschwarz es da hinten ist. Nee. Solange wir hier noch dieses Licht haben, lasse ich das da. Aber einen Schwamm haben wir bisher noch nicht gesehen, ne? Muss ich gestehen. Gucken wir hier nochmal. Oder sehe ich die gerade nur nicht wegen diesem Tech-Shop-Pack? Aber dürfte eigentlich nicht sein. Ich glaube, wir machen. Ja. Wie gesagt, ich lasse hier diese Leuchte nochmal stehen. Denn man kann nie man wegen der Helligkeit finde ich das persönlich gerade besser. Boah, wenn man nicht gerade im Wasser steht, dann geht das unheimlich schnell abzubauen. Das ist natürlich geil. Wie lange haben wir noch? Oh! Unterwasseratmung und Nachtsicht. Das hätte ich nämlich beinahe aus den Augen verloren. Das ging jetzt, aber rasend schnell.